Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil meiner kleinen Serie Stranded Deep. Die Insel, auf der ich gestern Abend gelandet bin, bin ich soweit fertig. Das heißt, die Wracks müssen noch gelootet werden. Bevor ich nach Hause fahre, werde ich wahrscheinlich doch nochmal hier rüberfahren. Die Insel sieht auch noch sehr vielversprechend aus. Zumindest sind dort viele Wracks vorhanden. Und sie ist nicht weit weg. Hier ist die Insel, auf der ich gerade bin. Hier ist unser Zuhause. Und da das Objekt der Begierde. Hab jetzt gerade den Kompass nicht dabei. Schlecht vorbereitet, ja, ich weiß. Aber da geht's als nächstes hin. Also schnell die Wracks looten. Keine Zeit verlieren, der Tag ist kurz. Ich bin fertig mit der Insel. Leider ist es auch schon wieder Mittag. Also los rüber zur nächsten Insel, aber vorher noch mal kurz was trinken. Bin hier halb an vor Dursten. So. Ich werde mit den Segeln losfahren. Das hat den einfachen Grund, dass man mit dem Außenbootmotor sehr schlecht wenden kann. Da ich hier einmal halb um die Insel rum muss, um zu meinem Ziel zu kommen, ist dies die bessere Variante. So. Und weiter geht's mit dem Außenbootmotor. Glücklicherweise kann ich mittlerweile relativ schnell hin und her reisen, also kann ich dort etwas Zeit sparen. Jetzt aber das Tageslicht genutzt und die Wracks looten. Am Abend dann die Bäume und dann nach Hause. Hoppi hoppi. Ja, ist eine Alternative, auch während der Nacht in die Wracks zu tauchen, wenn man eine Taschenlampe hat. Allerdings möchte ich dieses große von eben nicht weiter looten, sondern werde die etwas kleineren nehmen und werde das große Wrack bei Tag looten. Aufi! Ich habe die Insel endlich komplett gelootet, habe einen Haufen Container noch abstauben können. Die meisten davon sind voll, habe auch etliche leere dabei. Aber das soll jetzt egal sein, ab zurück nach Hause, die ganzen Ressourcen verbaut und mal schauen, was ich daraus zaubern kann. Aufi!
Endlich wieder zu Hause, aber bevor ich den Loot auspacke, werde ich mich mal um meine Vitalfunktionen kümmern. Ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken, meine Beta anschauen und so ein Kram. Dann räume ich das Schiff leer. Ich habe alle Ressourcen an den Strand gebracht, alle Container verteilt, die Ressourcen auch, sodass ich morgen früh starten kann, ohne irgendwie was zu suchen oder dass ich tausendmal hin und her laufen muss, damit ich das eine oder andere schaffe. Ich freue mich, das alles zu basteln und zu bauen. Und mal schauen, wie es dann aussieht. Jetzt aber ab zum Abendbrot. Ich bin ja schon fast am Verhungern und am Verdursten. Natürlich. Ja, ist ja gut. Da. Kräftigen Schluck aus der Palmpulle. Hier ist auf jeden Fall das Essen. Ja, gesehen waren auf jeden Fall 5 Stücken Fleisch. Zwei mittlere und 3 kleine passen da nebeneinander. Wenn man große Stücken nimmt, kann schon sein, dass das nur 3 sind. Na gut, ich müsste noch ein bisschen was trinken. Mache ich vielleicht hier hinten. Ja. Nun sind wir volle. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Ah, das war hier. Na gut. Lege ich da mal hin als kleiner Reminder. So. Setzen wir uns noch ein bisschen auf den Stuhl. Ah. Und jetzt ins Bett. Bis morgen früh, Kameraden. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Ist gerade mal kurz nach 5, aber ich bin schon auf der Baustelle, denn ich will ja was schaffen. Hier findet die erste Baumaßnahme statt, und zwar werde ich hier ein paar Fundamente anbringen, denn neben dem Brennofen muss eine Ziegelei. Ich möchte ein paar Steine herstellen, aber dazu müssen diese beiden Dinge nebeneinander stehen. Hier liegen die Mats für die Ziegelpresse, die baue ich jetzt schon mal hin. Ah, direkt daneben. Moment. Handwerk. Hier ist sie versteckt, da. Das sollte reichen. Hier liegt ja noch eine Menge Lehm, den kann ich jetzt zu Ziegelstein verarbeiten. Das werde ich vielleicht gleich mal tun. Denn ich brauche ein paar. Hier hätte ich jetzt erstmal 4 Steine. Bisschen wenig. Verdammte Hacke. Ich brauche mehr Lehm. Die nächste Baumaßnahme ist direkt hier vorne. Und zwar werde ich jetzt diese Fundamente bis ran an die Beete verlängern. Hobby, Hobby. Tage sind wir schon hier im Paradies. Na, jedenfalls machen wir gerade eins draus. Ich gebe mir Mühe. Dauert halt alles so seine Zeit. Aber es wird sich lohnen. Ich weiß es. Ich habe den Sägebock hier vorne weggenommen. Den werde ich irgendwo anders hinstellen. Hab schon probiert, den hier oben auf den Fundamenten hinzusetzen. Kann ich leider nicht. Man kann ja ein paar Objekte auf den Fundamenten bauen, aber leider nicht alles. Hier setze ich jetzt 2 Ziegelfundamente an. Vielleicht habe ich noch Lehm für 2 weitere. Auf diesen Fundamenten werde ich eine kleine Grillecke errichten, damit es ein bisschen stilecht ist und man kann das ja nicht auf Holz bauen. Ja, habe ich mir gedacht, ich nutze Ziegel.
Hier liegen ja noch zweimal Ziegeln und ein bisschen Lehm habe ich auch noch. Zweimal Lehm brauche ich für einen Ziegel. Könnte reichen. Oder vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt nicht verzählt habe, fehlt genau ein Lehmklumpen. So, damit hätte ich diese Ecke auch fertig. Meine Güte, es wäre ja schön, wenn ich mal jemanden hätte, der mir mal was zu essen kocht. Ja, ich verhungere, verdurste. Aber ich stehe ja auch in der brennenden Sonne. Und damit ich das mal bald ändern kann, werde ich mir ein paar Aloe Veras anbauen. Ja, komm. Denn mit der kann ich mich ja einschmieren und in die Sonne stellen. Aber erstmal kultivieren, das Gute. Oh, kein Holz. Ich würde sagen, die Bauarbeiten am Fundament kann ich erstmal einstellen. Als nächstes werde ich mal schauen, dass ich die Laternen hier gut verteilen kann. Ich habe ja so zwei verschiedene Arten von Haken, die ich bauen kann. Einmal in die Erde stecken und oben drauf und einmal irgendwo an die Wand. Lass uns doch mal schauen, wo wir welche festkriegen. Beziehungsweise wo es Sinn macht und vielleicht auch schick aussieht. Dazu vielleicht einfach mal die Hand. Diese Schnellwahl ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber man muss gelegentlich Dinge suchen. Hier haben wir die Haken. Vielleicht auf der Höhe oder auf der Höhe. Versuch, mach klug. Ja. Nehmen wir hier gleich mal so eine Laterne und hängen hier dran. Das sieht eigentlich ganz annehmbar aus. Ja, da geht sie auch schon an. Nett, nett. Habe ich jetzt hier einen Haken? Ja. Welche Höhe habe ich den dann festgemacht? Okay. Ungefähr. Sache. Der Clou ist, man kann die Dinger auch ins Wasser stellen. Ich nehme mal eine mit. Und hier vielleicht von dem Haufen. Komm mal her. Viel weiter würde ich das jetzt hier auch nicht verlängern. Deswegen stelle ich mal hier einen ins Wasser. Wo ist er? Hier. Holzhaken. Her damit. Ja, das sieht auch total schick aus. So kann ich natürlich hier hinten auch noch ein paar verteilen. Aber so geht's ganz gut. Mal vielleicht hier auf die Ecke. Oder vielleicht mal warten, denn ich würde hier gerne noch Wände hochziehen. Aber ich kann mir ja mal hier welche hinlegen. Hier noch ein bisschen besser sehen kann, was hier los ist. So, so, so. Hier muss ich natürlich auch noch was hinbauen, ja, damit der Kollege komplett überbaut ist und ich da gar nicht mehr drauf laufen kann. Vielleicht mache ich da auch eine Treppe hin. Kleine Stufen. Gut. Kommen wir zum nächsten Projekt. Ich werde jetzt noch ein paar Pflanzbeete bauen. Als allererstes für Kartoffeln. Ich werde meine Kapazität erhöhen, um nicht genau zu sein, verdoppeln. Ich werde jetzt also nochmal 6 Pflanzkästen für die Kartoffeln hier hinballern. Nun ja, der Gyrokopter ist halt durstig und damit ich den ordentlich abfüllen kann, habe ich jetzt genügend Kartoffeln, wie ich denke.
Aber ich baue jetzt noch zwei weitere Pflanzbeete, vielleicht vier, aber erstmal mindestens zwei. Ich habe hier eine Quawa-Quawa-Quawa-Quawa-Quawa-Quawa-Quawa-Quawa-Frucht. Kann ich nicht lesen, tut mir leid. Und hier diese Kura-Frucht. Und die möchte ich auf jeden Fall anbauen, denn hier kann man sowas herstellen, so einen Trank, der heißt Gase oder Gaze, keine Ahnung. Weiß auch nicht, was der macht. Das hätte ich gern. Ach ja, ich brauche ja auch noch weitere Pflanzbeete, sehe ich gerade. Und zwar hierfür, ja. Ajuga, Pipi und Aloe Vera. Nun gut, das wird auf jeden Fall ein großer Garten. Da brauche ich definitiv noch mehr Wasserdestillierer. Die muss ich da natürlich auch noch installieren. Puh, das wird mehr als ich eigentlich wollte. Aber hey, guckt beim Floß an, dann wisst ihr, was hier auf jeden Fall noch entstehen wird. So, die werde ich vorm Schlafengehen nochmal gießen. Jedenfalls die Neuankömmlinge unter den Beeten. Oh ja, hier ist auf jeden Fall ein schöner Garten entstanden. Muss ich mich natürlich auch ein bisschen drum kümmern. Deswegen werde ich mal schauen, dass ich irgendwie den Regentanz lerne. So wird meine Grillecke aussehen. Halbe Wände und ein halbes Dach. Das bedeutet, dort wo das Stein ist und ja, das Grillkram steht, da ist offen. Denn sonst würde ja das ja brennen. Und Feuerwehrmann Sam ist nicht am Start. Von daher wird sicherlich schön, denke ich. Also ab ins Bettchen. Spät genug. Vorsicht, Vorsicht. Hier hängt noch ein kleiner Snack drin. Ne, den brauche ich auch. So, hier noch was trinken. Na, ich sehe gerade, das sollte ich vielleicht mal aufladen. Der Letzte macht die Tür zu. Gute Nacht. Nun gut, das mit dem Zackenbarsch hat sich erledigt. Den kann man doch nicht komplett da drauflegen. Man muss ihn zerschnibbeln und die Stücken dann per Hand auf den Ofen oben drauf packen. Auf den Rost. Naja, aber ist auch fertig mittlerweile. Genauso wie ich auch. Ich wollte hier mal noch zwei, drei kleine Sachen reinbasteln. Nein, nein, nein.